Name ist Martin Henkel. Wir befinden uns hier in Geisa und ich bin der Bürgermeister von diesem schönen Ort mittlerweile schon seit 13 Jahren. In Geisa haben wir bereits vor über 10 Jahren das begonnen, wovon heute alle sprechen. Wir haben im Grunde genommen im Jahre 2007 bereits die Energiewende eingeleitet. Als ich 2006 Bürgermeister wurde, fiel uns gleich auf, dass die Betriebskosten für unsere Gebäude, vor allem die Energiekosten, sehr hoch sind für Straßenbeleuchtung, für Gebäudeheizung. Und wir haben nach Lösungen gesucht, wie man da Kosten sparen kann. Das war der Hauptantrieb. Wir haben ja eine denkmalgeschützte Innenstadt und gerade die großen kommunalen Gebäude wie Rathaus und Schlossensemble haben es nicht möglich gemacht, dass man beispielsweise mit Fassadendämmung oder mit PV-Anlagen auf dem Dach arbeitet. Und deshalb haben wir nach anderen Möglichkeiten gesucht. Also die Besonderheit in Geisa ist auch, dass wir 1200 Hektar eigenen Stadtwald haben und so ist relativ schnell die Überlegung gereift, ob wir uns unabhängig machen können von Öl, von fossilen Brennstoffen und die kommunalen Gebäude mit Hackschnitzel heizen können. Wir haben damals ein Naviam-Netz aufgebaut, mit dem wir die kommunalen Gebäude verbunden haben und wir beheizen heute alle diese Gebäude zentral mit Hackschnitzel aus der Region.